weiter geht's heute mit der VW CTT. Und jo. Okay. So, ist wieder eine Runde Zeitfahrt. 1,46 müssen wir schaffen oder 1,50 beziehungsweise. Aha, okay, der lässt mir jetzt gerade gar nicht ins Internet kommen. Warum auch immer, eigentlich habe ich Internet da, es läuft eigentlich alles. Wundert mich, dass es jetzt nicht der Fall ist, aber ist ja auch nicht tragisch. So, okay, gehen wir rein. Dementsprechend ist es vielleicht sogar gut so. So, was haben wir denn als Auswahl? Wir haben ja nur den Beetle. Okay, gut, dann bestätigen. So. Na gut, wieder ein kleines Fenster. Bin ich wieder eingeloggt, warum auch immer das Sack löst nicht. Ist da. So, also unser Ziel ist es auf jeden Fall zu schaffen und da wir momentan halt drei vor uns haben, sind wir gerade, was die Zeit betrifft, nicht. Nicht dabei. Aber jetzt. Besser aus, jetzt kommen wir auch ein bisschen besser durch die Kurven durch. Also einen muss ich davon mindestens hinter mir lassen. Das war gut reingebremst, das heißt, wir sind wieder ein bisschen besser drin in der Runde. Und hier auch, kommen wir auch deutlich besser raus und sind jetzt tatsächlich auch kurz durch. Das war ein bisschen schwieriger gemacht, aber jetzt bald da reinkommen, weil ich dachte, jetzt ist der Rechtskurve, keine Linkskurve. Ja, also mal, kriegen wir es hin? Auf den letzten Meter könnte er, hat er uns passiert, das heißt, es wird Silber. Es wurde knapp, aber es wird Silber, oder? Warte mal, ach, wir könnten noch mal, ne? Da ja, kommt schon mal eigentlich. Hat er wirklich auf den letzten Meter kassiert? Jetzt haben wir sie verkackt. Gut, Deutschlandung abschließen. Haben wir sie geschafft. Knapp, aber nicht ganz auf. Oh, das guck mal, wie eng das ist. 46.017. Wir haben sie nicht zu 100% geschafft. Gerade so. Schade, ich hätte sie fast mitgenommen. Naja, aber alles gut. So, Kompaktwagen-Rennfahrer. Jawohl, ja, haben wir auch geschafft, die Aufnahme. Also wir kriegen jetzt so nach und nach ein bisschen Auszeichnung. So. Gut. Die WCC, VWCTT ist abgeschlossen. Weiter geht's jetzt mit der Mutter-Rallye. Da nehmen wir den Renault. So. Ich bin eh. So. So, was haben wir denn? Eine Zeit von. Ist das wieder Zeitfahrt? Oder was? 4:06, 4:08, 4:31? Ist das eine. Also, es ist eine Zeitfahrt, ja. Also, schauen wir schon wieder. Na dann, gehen wir mal rein. Aber nur Zeitfahrt rein. Aber nicht schon. Kriegen wir es diesmal hin, tatsächlich auf Gold zu fahren? Sprich, die Bestzeit. 4:06 Minuten abstehen, weil die dort steht, zu schlagen. Das könnte nicht schlecht, der Video, ne? Der Video. Und der ist.
war aber gerade ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Auf die Jungs da gekommen, ne? Das nervt mich gerade, dass ich den letzten Meter das, der mich da passiert hat. Ich bin so schlecht aus der Kurve da rausgekommen und dann hat noch was passiert. Aber jetzt ist es ein bisschen besser. Aber wie gesagt, besser aussehen und das gut abschließen, ist wieder ein Unterschied. Boah, schön, die Wand. Das hat Zeit gekostet, definitiv. Sogar die Hälfte, aber wir haben jetzt von der Dezent die Hälfte raus. Die sind ja oben rechts im Fortschritt. Was war da die super clever jetzt gerade? Scheiße! Mann, sah so gut, ey, sah so gut aus. So gut aus, wir hatten keinen Vorsprung rausgeholt. Dieser blöde, blödsinnige Fehler von mir. Jetzt haben wir es besser raus. Aber so ein bisschen ausgemacht. Also gar nicht, so schlecht habe, zu jagen. Ich liebe es so einfach zu jagen, mehr oder weniger. Ich habe gejagt zu werden. Also die Zeit. Aber wenn ich den Vorteil sehe, weiß ich nicht, wie er nicht liegen gefahren muss, damit ich das wieder rauskomme. Also hat es funktioniert, diesmal konnte ich ihn schön hinfahren. So dass ich schön rausschleudern konnte. Weiß ich nicht, ob ich die wieder gut mache. Mal sehen. Beobachte mal unten links ab der. Weil da ist. Und das reicht. Wir haben tatsächlich mal das ganze Ding auf Gold gemacht. Ich glaube, das war eine 4-3er Zeit. 4-0-3er Jagd drüber. Aber hat gereicht. Aber wir haben es tatsächlich mal auf die Reihe gekriegt. Geil. Die Mutter Rally. Okay. Schließen wir ab. Trotz des Fehlers. Sonst wäre es nochmal vielleicht eine 4-2 geworden, aber nun ja, wollen wir nicht fest nicht als der Papst sein, wir haben es hingekriegt und das ist das Allerwichtigste. So, die Monarelli ist durch, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Das sind immer kurze Folgen, es tut mir halt leid, es bietet sich leider manchmal an. Deswegen starten wir in der nächsten Folge durch mit den Volkswagen Serious. Bis dahin.